Warte mal, was ist das? Hey, da hinten ist ein Mogelbaum. Mogel, Mogelbaum. Wobei. Oh ja. Und ich muss nichts dafür machen. Mogel, Mogelbaum. Hä, war da noch was? Nee. Hat Pikachu gut gegen den ist? Sternschauer. Geht eigentlich. Stachelspore. Achso, ja. Sehr gut. Zwei von drei Exemplaren besiegt. Oh, und Parasek. Der ist wahrscheinlich auf 26 oder so, oder? Alles klar, 27. Ich find's gut, dass die Stachelspore einsetzen. Win-win-Situation. Er kann mich nicht treffen. Was sind wir denn hobelig ein? Oh, die fliegen weg von mir. Ey, der ist ja komplett weggeflogen. Rosalia. Bisher auch nur eine. Na komm, Rosi. Ab in den Pokéball. Was ist denn das da hinten? Rosalie hat eine Entwicklung? Oha. Roserade, Level 50. Alter, dreh dich mal um. Ja, wobei, wenn ich jetzt aber... Wir könnten es ja mal probieren. Schaut aus wie ein Superman. Ich meine, es ist Pflanzen-Pokémon. Da müssen wir doch einiges abziehen können damit. Sei doch. Oh, wir dürfen jetzt sogar zweimal... Kann ich sie sogar fangen? Oh nein, sie brennt. Oh shit. Oh, das finde ich gut. Aber warte, sie darf dann nochmal, oder? Nicht sterben. Oh. Ah, scheiße. Das war jetzt kacke. Warte mal, wie geht es? Ne, sowas. Nein, keine Eichel. Elite-Pokémon, so. Jetzt ist der natürlich down. Belebe habe ich aber noch. Einsetzen. Nein. Oh ja, du schaust richtig böse aus, Roselia. Was? Ah, ich hab vor den geworfen. Böser Paras. Auf geht's. Boah, was?
Alter Pikachu, du hältst ja gar nichts aus. Der schaut auch richtig gemein und gefährlich aus. Also weiterentwickelte Pokémon hauen auf jeden Fall vom Level her viel besser rein. Ist da unten irgendwas? Sehr schön. Warum steht denn hier Fackel? Achso, die signalisieren den Weg dann auf. Okay. Hä? Alter, was war denn das? Was hat mich denn da angegriffen? Hopp, dreh dich um. Natürlich dreht er sich jetzt in meine Richtung, wollen wir wetten. Die Purze sind nur auf Level 6. Donnerschock. Da scheint aber auch nichts drin. Ne? Hä, Pikachu, du hast das Ding alle mitgenommen. Hängt die Geburtstag gerade am Also, was geht ab? Da bist du ja, das heißt sicher, dass du bereit und entschlossen bist, oder? Natürlich. Selbst in Rage ist Dressella eine anmutige Erscheinung. Dieser Kampf wird ein Spektakel. Ich hoffe, ihr musstet nicht auf uns warten. Schaut, dank etwas Salbe geht es Ihnen an das Fußschuh auch schon viel besser. Joko, bitte verzeihen Sie uns, dass wir Ihnen und dem Perklern so viel Ärger gemacht haben. Hinatsu hat versucht, alle Probleme im Alleingang zu lösen und sich dabei übernommen. Ihre Taten haben zwar einigen Ärger verursacht, aber letztendlich handelt es sich in guter Absicht. Die Königin des Bergkampfs Dressella ist wie eine Tänzerin ständig in Bewegung. Du sollst sie genau beobachten, so kannst du lernen, ihre Attacken auszuweichen. Genau, wenn du immer wieder ausweichst, wird Dressella irgendwann müde und es wird sich eine günstige Gelegenheit ergeben. Zeit, eines deiner Pokémon in den Kampf zu schicken und deine Stärke zu beweisen. Ich zähle auf dich. Dressella hört sich nach einem Pflanzen-Pokémon an. Also wie die Rosalia halt. Königin des Bergkampfs, Dressella. Ey, die schaut voll cool aus. Ich will auch so eine haben.
Also nicht das Leuchten, das Leuchten ist kacke. Y, ja. So, ja, ich soll das Zeug auf sie werfen, ne? Sie scheint ein Pflanzen-Pokémon zu sein. Ist auf 30. Stachelspore. Ah, fuck you. Warum darf die denn als erstes? Ah, sehr gut. Oh. Das hast du gleich nicht geraten. Das ist ja stinksauer. Fuck. Und fertig. Das ging fix. Sehr schön. Die Wiesentafel von Dresella. Steintafel, wo die Energie der Typpflanze in der Pokémon an der Welt lang ist, gab der Typpflanze. Danke, wirklich. Du hast nicht nur Dresella gerettet, sondern auch Hinatsu. Erst hast du Ursula Luna besiegt und jetzt auch noch Dresella. Du bist wirklich unglaublich. Ich bin so froh, dass Dresella wieder ganz die Alte ist. So ist sie mir dann doch am liebsten. Zella? Hinatsu, solltest du dich nicht bei jemandem entschuldigen? Hä? Das ist schon in Ordnung. Wer so jung ist, handelt eben manchmal unüberlegt. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So steht es in den Ruinen des Trostes geschrieben. Diese Weisheit hat uns sicherlich das ehrwürdige Sinnoh zuteil werden lassen. Oder irgendein schlauer Typ halt. Doch selbst ich hatte sie vergessen. Zumindest bis mich die noble Bemühungen eines gewissen jemandes wieder daran erinnerten. Yugao, wir sind ihnen zutiefst verbunden. Hinatsu, du musst nicht immer alles auf eigene Faust erlegen. Die Wächterinnen und Wächter sollten uns auch auf die andere verlassen können. Schließlich müssen wir ebenso eng mit Pokémon zusammenarbeiten. Das werde ich. Das tut mir wirklich leid. Wenn Yugao damit zufrieden ist, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Nur eine Sache noch, Hinatsu. Du bist dem eigenen Gerechtigkeitssinn gefolgt, das heißt ich gut. Aber spar mir bitte weitere Lügen. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Sollte Dresella wieder Hilfe benötigen, dann hilfst du am besten auf offiziellem Weg. Trainiere gut, damit du auch darauf vorbereitet bist. Ja, verstanden. Hinatsu, lass uns von nun an zusammen das Sumpfland beschützen. Ich werde Perla berichten, dass Ursaluna durch die gemeinsame Hilfe der Galaktik-Expedition und des Diamant-Clans gerettet wurde.
Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, Soras. Heute haben wir uns all die Hände gereicht. Für mich war es eine vergnügliche Erfahrung. Also dann, leb wohl. Du weißt, wer ich bin. Der Anführer des Diamant-Clans. Wir verehren das ehrwürdige Sinn und das über die Zeit gebietet. Zeit ist stets im Wandel. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Zeitalter ein gutes wird. Ohne unsere Veränderung zu fürchten. Euch zu helfen fühlt sich irgendwie richtig an. Also man sieht sich. Danke, Soras. Ich bleibe noch eine Weile hier, um mit Dressella zu reden. Was ist nur passiert, dass so ein liebes Pokémon wie du in Rage gerät? Sicher trage auch ich die Schuld dafür. Ich konnte dich nicht beschützen und habe zudem dir einen anderen belogen. Della. Oh, ich finde, das ist ein cooles Pokémon, Alter. Die gefällt mir. Vom ganzen Style her gefällt die mir. Halt. Oh, Taschen sind voll. Verdammt. Wow, wo kommst du her? Böse Biene. Wadribi. Ah. Es fliegt, es ist ein Käfer. Donnerschock. Und eventuell nicht an. Los, paralysiert. Ah, fuck you. Müsste eigentlich reichen. Ich meine, es ist paralysiert und hat fast keine Energie. Aber wir sollten es vielleicht... Ups. Vielleicht trotzdem markieren? Falls man... Komm ich nur da oben auf? Oh, sogar mit Holz in meine Tasche voll. Das kann ich hier wegschmeißen. Ich könnte einen EP-Bäumung nehmen. Boah, was? Okay. Der EP-Bäumung gibt nicht nur ein Level hoch, sondern er gibt eine bestimmte Anzahl an EP. Leistungskies. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Rundblatt. Wobei, wir könnten ja eigentlich auch was bauen. Boah. Echt viel. In Superball können wir auch wieder einige bauen. Jetzt habe ich den Leistungskies aufgenommen statt den Bonbon. Erhöht den Leistungslevel eines Pokémon. Er kann für Pokémon mit einem Leistungslevel von 0 auf 2 verwendet werden. KP? Ach so. Ah. Fuck. So kann ich den nutzen, Leistungskies. Im Leistungslevel von 3 bis 5. Ah.
deswegen sind die Pokémon auch die einen teilweise schwächer oder stärker. Weil du dich mit diesem Leistungsding noch steigern kannst, dass denn ihr Zeug besser ist. Hier genauso wenig. Scheiße. Oh ja, stimmt, das ist der Megaschlurp. Da sind wir doch, glaube ich, das letzte Mal auch nicht weitergegangen, ne? Nebelruinen. Gehen wir zurück in die Sumpflandbasis und dann schauen wir mal, dass wir was abgeben. Was ist los? Wirklich beeindruckend, Volo. Ich habe gesehen, wie ein Licht in dem Riss im Raum Zeitgefüge verschwand. Und ein Pokémon in Rage besänftigt, nicht wahr? Wo kommst denn du immer her? Du verfolgst mich doch. Das Rätsel daran, was diese Pokémon überhaupt in Rage bringt, ist zwar noch lange nicht gelöst. Du bist ihnen mutig gegenübergetreten und hast sie berückt. Das ist unglaublich. Jemand wie du könnte die Geschichte von Hisui in eine völlig neue Richtung lenken. Ich hoffe, du bleibst auch weiterhin wohlgesinnt, mein himmlischer Freund. Also dann, bis zum nächsten Mal.